So, Servusle. Ja, wir befinden uns hier wieder in meiner Testecke, beziehungsweise es war meine Auspackecke. So, getestet habe ich draußen, um das, was es geht. Und das, was wir heute da hier, was ich zeige, wird auch einmal verlost. Ja, in einem Livestream. Die nächsten 2 bis 3 Wochen wird in Livestream dieses Teil auch verlost. Ja, so wie ich es zeige, schenkt man es her. Für irgendjemanden von euch. Ich lasse mir im Falle des Videos, also im Laufe des Videos, lasse mir was einfallen. Ihr müsst dann unten natürlich was in die Kommentare schreiben. Ihr dürft gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr wollt. Aber ist keine Pflicht, um da teilzunehmen beim Gewinnspiel. Und ihr müsst mir, also dass ihr mitmachen könnt, müsst ihr mir eine E-Mail schreiben mit eurem Namen, mit eurer Adresse und mit eurem YouTube-Namen. Weil, wenn ich das dann verlose im Livestream, dann müsst ihr ja live dabei sein dann. Und das ist einfach für mich eine Vorsichtsmaßnahme, weil ich sonst jedes Mal den Gewinner hinterherlaufen muss. Muss sagen, hey du, wie schaut es jetzt aus? Ich bräuchte mal schnell deine Adresse und dann, dass ich dir das zukommen lassen kann. Ja? Nur gleich mal vorneweg. Ja? So, um was geht's? Es geht um eine Wildkamera. So, wieso ist das jetzt eine Wildkamera, die ich unbedingt testen wollte? Kann ich euch gleich erklären. Das ist die einzigste Wildkamera, die ich kenne. Ja, es gibt bestimmt noch andere, aber die, wo ich kenne, die nicht nur, also 4G ist eh klar, haben sie alle, aber auf diese Kamera kann man sich live draufschalten. Das kann man bei den Wildkameras, die ich alle hier habe, die normalen, kann man das nicht. Also man kann auf die normalen Wildkameras, die machen mal ein Bild und senden mir das. Ja. Die senden 2 Bilder, also die senden ein Bild und das war's. So, auf diese Kamera kann man, die sendet einen auch die Bilder. Jetzt ist aber mal gut hier Handy. Oder ist das, ja, das ist die hier. Ja, weil die ist eingeschaltet die und ich will jetzt hier so wedel, ja, erkennt die Bewegung und sendet die ganze Zeit auf mein Handy so, Hilfe! Also die hat GPS, ja, die Kamera hat GPS, 4G, man kann, und das ist das Besondere, man kann live, real-time draufschalten, also man kann sie wirklich mit der App, das werden wir jetzt dann gleich machen, kann man sich live auf die Kamera draufschalten, ja. Warte mal, das kann ich einfach mal gerne mal hier so mal zeigen. Das ist eigentlich das Besondere. Sie hat auch ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen. Ja, was ist jetzt los hier? Warte mal, ich muss mal aus meinem WLAN gehen. Weil hier unten habe ich keinen richtigen WLAN-Empfang und das ist nicht gut. Ja. Jetzt drehe ich gleich durch jetzt hier. So. Also, wie gesagt, hier ist die App. Ich hole euch, ich zeige es euch gleich. Das ist hier die App und dann hat man hier unten ja, eine Funktion live. Da kann man live drauf gehen. Das mache ich jetzt mal. Ja. Ich stelle die jetzt mal hier so her. Ich zeige es euch gleich. Dann lädt es ein bisschen, also dann schaltet sich das da drauf und dann kann man live auf die Wildkamera drauf schauen. Ja. Jetzt kommen wir mal aber zu den Punkten. Da jetzt Livestream, jetzt wird es verbunden. Ich weiß noch nicht genau. Hört ihr? Also. 1, 2 Test. 1, 2 Test. 1, 2 Test. Seht ihr es? Also. Und hat eigentlich sogar, ich schalte mal wieder aus, ein schönes Bild. Also hat wirklich ein schönes Bild. So. Das ist jetzt ein Vorteil, finde ich ganz klar, ist ein ganz ein klarer Vorteil. Es kommen noch ein paar Sachen, wo auch dazu gehören, ja, wie das Teil hier. Das ist, dass man sich live direkt draufschalten kann, das ist für mich ein ganz ein klarer Vorteil. Das ist nämlich, das ist saucool. Das ist saucool, weil jetzt war es halt so, ich habe ein Bild bekommen und dann dachte ich, musste ich warten. So, ja, soll ich schauen, soll ich nicht schauen? Also ist noch was, so nach dem Motto. Ja, ja, ich muss die umdrehen, weil sonst jedes Mal, wenn ich mich bewege, macht es da. Das ist zum Beispiel jetzt ein Nachteil, kann ich gleich sagen. Man kann leider nicht die Kamera während dem Betrieb, kann man jetzt nicht sagen, hey, du Kamera, jetzt ist mal Feierabend. Du sendest jetzt nicht mehr. Ja, das ist ein Nachteil. Dann ist noch ein kleiner Nachteil. Da gehen wir jetzt mal gleich zu den Tarifen, weil das hat ein Datenpaket, also diese Kamera hat ein Datenpaket und
da geht's jetzt los. Man kann auswählen unbegrenzt Fotos, Videos pro Monat, also die HD-Bilder, 20 HD-Bilder pro Monat, 20 Minuten Livestream pro Monat, ja, kann man machen. Kostet dann jährlich 140 Euro. Das ist jetzt ein relativ teurer Tarif. Ich gehe jetzt mal auf die monatliche. Monatlich, wenn man jetzt sagt, man nimmt jetzt monatlich Premium, kostet das Ganze 15 Euro. Das ist jetzt wieder ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist jetzt mal, das geht. Wenn man sagt, man will die jetzt mal kurz einsetzen als Jäger in der und der Zeit, 15 Euro kann man die aufhängen, für, also pro Monat. Man kann, ja genau, man kann natürlich auch kleinere Datenpakete nehmen, wie zum Beispiel 800 Fotos, Videos pro Monat. Aber jetzt kommt der Punkt, wo ich gleich drauf hin will. Wenn man jetzt zum Beispiel nur 800 Fotos nimmt oder 300 Fotos. 300 Fotos wären theoretisch ausreichend. Kann ich euch sagen, von meiner anderen Kameras wäre das vollkommen ausreichend. Es wären 6 Euro im Monat plus also Cloud-Speicher ist dabei und, und. Aber man kann sie unter dem laufenden Betrieb nicht ausschalten und man sagt, hey, du sendest jetzt nicht. Angenommen, die hängt jetzt irgendwo und dann ist jetzt ein Sturm und so ein Ast wackelt die ganze Zeit. So. Dann kann man sie leider nicht sagen, hey, du sendest jetzt nicht mehr. So, und wenn man jetzt dann so einen Tarif hat mit 800 Bilder, dann kann ich euch schwören, dann ist das rucki-zucki rum. Und das, oder 300 Bilder, dann ist das rucki-zucki, sind die Bilder einfach verballert. Ja, und das wiederum, das ist für mich ein Nachteil. Ja, jetzt habe ich schon wieder eins. Ihr hört es jedes Mal, wenn es macht, hat sie mir was gesendet und ich hätte was verblasen. Gut, ich bin jetzt noch in einem Testabonnement, die ersten paar Tage, da ist alles eh kostenlos, unbegrenzt. Dann auf die Live-Aufschaltung, ja, kann man bei unbegrenzt 20 Minuten, könnte man den Livestream anschauen. Hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber also meine Erfahrung hat gezeigt, es reicht. Weil man, also wenn jetzt jemand eine Kamera sucht, wo er sich da live draufschalten kann und dann da minutenlang zuschaut will, dann soll er sich so eine Kamera nicht kaufen. Da gibt es andere Kameras, sowas kann ich, sowas habe ich schon mal vorgestellt, sowas ähnliches. Dann soll er lieber sowas nehmen. Das ist eine Weltkamera. Ja? Die hat einen anderen Einsatzbereich. Dann noch ein, ja, hier ist die Nachtsichtfunktion. Ja, hier ist die Nachtsichtfunktion, also die Nachtsicht-LEDs, die funktionieren eigentlich ganz gut, liefert wirklich ein ganz normales, also wirklich ein gutes Bild, kann man wirklich anschauen, da gibt es nichts zu meckern, also das passt. Videoaufnahmen sind auch gut, Ton, habt ihr selbst gehört, der Ton ist im Vergleich zu den anderen Kameras, die ich nutze, und es sind sehr, sehr viele mittlerweile, ist der Ton ist der beste, also der Ton ist von dieser Kamera der beste, so. Von der Verarbeitung her muss ich sagen, ja, das Kunststoff gefällt mir nicht ganz so, vom Gewicht her und so, da ist es wirklich Masse, aber das liegt an den Batterien. Das da oben kann man abklappen oder wegklappen, das ist die LTE-Antenne, funktioniert, macht was es soll. Hier hinten sind die Haltebügel, da kann man durchstecken und es sind dabei, ich weiß jetzt aber leider nicht, sag mal, nee, das war hier dabei. Dann hat man natürlich hier noch verschiedene Halterungen dabei, für das ganze System, ja. Und. Also die Sachen, die sind nicht schlecht. Die sind wirklich gut. Die kann man aber, jeder kann sich das selber anschauen. Die sind wirklich nicht schlecht, ja. Es sind Kabel dabei. Jetzt gehen wir mal zum Akkupaket. Also der Akku hält, man hat drei Modis bei der Kamera. Ich schaue mir das mal kurz mal an. Weil man kann alle Modis hier direkt am Handy umstellen, ja. Warte mal, ich muss jetzt zurück, nicht, dass ich wieder irgendwas umstelle. Einstellungen, Kamerame, Kameragruppe, okay, Arbeitsmodus, also Boost. Bei Boost kann man sich jederzeit einfach draufschalten. Also das wird wirklich beschrieben hier. Ihr könnt auch gerne auf die Internetseite gehen. Ich verlinke euch das unten, da könnt ihr euch das mal durchlesen, weil das ist nämlich ganz viel. Eco ist damit Energiesparmodus und. Bei manchen Modis balanciert sofort nach dem Auslösen der Kamera werden Fotos, Videos an Ihr Smartphone gesendet und Sie können innerhalb von 10 Minuten HD-Fotos, Videos anfordern, an die Kameraeinstellung ändern und live streamen. Also, bei Boost ist es so, dass ihr euch, wenn ihr die auf Boost einstellt, da braucht sie aber viel, viel Strom, weil sie permanent wartet aufs Signal vom Internet, dass ihr euch draufschaltet. Da könnt ihr euch permanent draufschalten. Dann auf Eco, da könnt ihr euch
warte mal, dieser Modus ist mehr Leistung, gesendet werden, da sendet sie nur immer um 0 Uhr alle Bilder. Also das finde ich jetzt zum Beispiel, naja, da sammelt sie halt die Bilder und sendet sie um 0 Uhr. Ist jetzt für Wildüberwachung, also für Naturaufnahmen, ist es brauchbar, aber für eine Diebstahlüberwachung oder sonst in die Richtung ist es unbrauchbar, weil ja, es war um 4 Uhr ein Einbrecher da oder ein Dieb oder keine Ahnung was oder ein Vandalist oder ja, und ich kriege dann um 0 Uhr die Bilder. Also das bringt nichts. Dann Automodus, also da werden sie sofort gesendet, die Bilder, ein Automatikmodus, und man hat danach, sobald das Bild da, solange das düdüdüdüd macht, hat man 10 Minuten Zeit, dass man sich live draufschalten kann. Also wenn nichts gesendet wird, kann man sich live auch nicht draufschalten. Ja, das muss man wissen. Ja, aber okay, ja, also für mich würde jetzt Automatikmodus völlig reichen, weil ich habe Bewegung, dann kann ich draufklicken und kann sagen, jetzt schauen wir mal, was da wirklich gerade live passiert und dann ist es okay. Ja. Dann kann man umstellen, ja, Bilder, das ist alles Bilder, Auflösung, 5 Mbits, Videoauflösung, Full HD, also 1080p in Full HD. Dann die Empfindlichkeit kann man einstellen und die Verzögerung kann man einstellen. Ja. Die Verzögerung kann man einstellen, wenn eine Bewegungserkennung ist. Das ist zum Beispiel auch jetzt cool. Man kann da wirklich mit Sekunden, ja, die Stufen, also nicht nur die Empfindlichkeit, sondern die Peer-Verzögerung kann man selbst eingeben in den, sag's mir, in Sekunden. Ja. Das ist cool. Da kann man sich rantasten, wenn man jetzt sagt, da kommt jetzt was, wo die Bewegung kommt, aber das kommt erst langsam dann ins Bild in der Regel. Dann sagt man, ja, nach 2 Sekunden sollst du bitte erst Foto auslösen. Das ist sehr gut. Ja. Der Rest ist eigentlich wie eine normale Weltkamera. Man hat natürlich intern hier eine SD-Karte drin. Hier ist die SIM-Karte verbaut. Ja, da ist eine feste SIM-Karte verbaut vom Hersteller. Ja. Da kann man die auch ausschalten. Ich glaube schon, irgendwie geht's. Müsst ihr mal Beschreibung lesen. Also hier ist die SIM-Karte drin, die kann man rausnehmen. Dann irgendwo hier muss eine SD-Karte sein. Das ist jetzt eine gute Frage, wo ist die versteckt? Weil rein habe ich keine. Vielleicht hat sie aber intern Speicher, aber das glaube ich fast nicht. Warte mal, ich nehme jetzt einfach mal die SIM-Karte raus. Nein, das ist eine reine SIM-Karte. Also hier ist keine Speicherkarte. Okay, jetzt zerlegen wir mal einfach das Ding mal weiter. Dann haben wir hier, wenn man hier drückt, wenn man das aufklappt, also wir haben hier, was mir nicht ganz so gut gefällt, es ist hier kein Display drauf, dass wenn man vor Ort ist und man sagt, man steppt mal durch und will die Bilder anschauen, kann man leider nicht. Ja. Man kriegt sie zwar alle aufs Handy, aber das bedeutet ja, dass man einen Vertrag hat, und dass man die Bilder auch ganz normal bekommt. Sonst müsste man nämlich die Kamera mitnehmen und hier per USB anstecken und auslesen. So, jetzt ist wirklich die Frage, wo ist die SD-Karte? Also anscheinend ist die wirklich fest verbaut. Wenn wir übrigens vom Verbauten ausgehen, es hat Loop-Funktion. Loop-Funktion ist sehr, sehr gut bei solchen Kameras. Loop-Funktion heißt, wenn die Speicherkarte voll ist, mit alten Bildern überschreibt sie mit den aktuellen von hinten her nach vorne einfach wieder durch. Hat den Vorteil, man muss die Speicherkarte nicht löschen, formatieren oder sonstiges, dass man an die Sachen kommt. Ja? Jetzt gibt es mal hier Cut. Und ich suche jetzt mal schnell, ob man hier wirklich die SD-Karte, wo hier die SD-Karte drin ist. Ich bin da, oder ob sie wirklich fest verbaut ist. SIM-Karte. Kann nicht über USB aufgeladen werden. Kann. Ah, okay. Also hier steht's. Die Speicherkarte, eine Speicherkarte mit der Kapazität von 32 GB ist bereits in der Wildkamera vorinstalliert. Bitte beachten Sie, dass die Kapazität der Speicherkarte nicht geändert werden kann und es keine SD-Erweiterungsslots gibt. Also man kann keine Speicherkarte rein- oder rausnehmen. Jetzt hat mir eine Mücke hier gestochen. Kann man nicht. Ja? Also haben wir im Prinzip, da habe ich gerade übrigens gesehen, weil das habe ich, da habe ich schon dauernd überlegt, wie das hier funktioniert.
Aber jetzt habe ich es gesehen, wie das geht. Das ist cool. Das ist cool. Ja. Aber so rum kurz. Das ist cool. Das gefällt mir. Ja. Und dann kann man es hier mit dem Gurt irgendwo festmachen und dann kann man das hier anziehen. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Aber und GPS. Also man sieht permanent am Handy, wo es ist. Akkus gehören da rein, 8, also man kann mit normalen Batterien oder mit Akkus arbeiten, kann man auch einstellen dann in der Software, was man da verwendet. Akkus oder Batterien braucht das ganze Ding 12 Stück. Ja, also das ist wirklich ein Klopper. Ja. Und dann sind wir eigentlich mit der Kamera durch. Wie gesagt, wenn man jetzt so Datentarife nutzen will und man sagt, komm, mir ist es egal, ich persönlich wäre dann für die 14 Euro. Man kann natürlich auch für 140 Euro das Jahrespaket nehmen, dann läuft es ein Jahr lang nonstop durch das Ganze. Geht auch. Ich finde es aber dann ein Tick teuer. Also man hat die Live-Funktion draufzuschalten. Ja, das hat man bei den anderen nicht. Aber ich finde es trotzdem dann ein Tick zu teuer. Aber gut, das darf ja jeder selbst entscheiden, wie es ist. Wenn man aber sagt, man benutzt es wirklich nur in gewissen Saisonzeiten für 2-3 Monate, irgendein Waldstück oder so, dann wiederum finde ich das eigentlich gar nicht schlecht, dass man sagt, okay, man zahlt halt dann das eine Monat oder 2 Monate, kauft man sich und dann funktioniert das und man kann sich live auf draufschalten. Ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. So. Der Akku hält laut eigenen Angaben im Boost-Modus mit den normalen, also Standard-Batterien mit guten, ich glaube, 3 Monate oder irgendwie so. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf zurück, weil, warte mal, das habe ich gelesen, da. In Auto-Modus 2 Monate, in Eco 4 Monate und im Boost-Modus 45 Tage, also 1 Monat. Ich kann sagen, im Boost-Modus hätte ich gesagt, habe ich sie draußen stehen gehabt, 14 Tage bis 21 Tage. Aber gut, die Akkus sind immer die besten, dann waren die Akkus leer. Mit normalen Batterien kommt das wirklich hin, das könnte wirklich hinkommen. Ja. Aber jetzt kommen wir zum Akku und da wird es jetzt interessant, ja, weil das wird auch mit verlost. Das ist dieses Teil hier. Ja. Das ist dieses Teil hier und dieses Teil ist eigentlich wirklich cool. Ja. Ich habe, da wird noch ein Video folgen von sowas in die Richtung, bloß von einem anderen Hersteller, für eine Kamera, die ich schon habe. Das hier ist ein Solarpanel. Und ich dachte immer, und dann bitte jetzt gut zuhören, immer gut zuhören. Ich dachte immer, wenn ich jetzt diese Kamera, ja, diese Kamera an diesem Solarpanel anstecke, das ist das Solarpanel, was dazugehört. Warte mal, das kann man übrigens kann man aufklappen. Und dann hier verriegeln. Jetzt ist das fest. So, dann ist hier auch ein richtig geiler Halter dabei. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber der ist wirklich cool. Also der ist richtig heiß. Ja. Warte mal, ich zeig das mal. Kann man da oben oder da unten reinschrauben, ist völlig egal. Der ist richtig massiv gefertigt. Also der Halter, der ist richtig genial gemacht. Ja. Also da ist nicht gespart worden, definitiv nicht. Das, glaube ich, ist der beste Fuß, den ich je bei sowas in der Hand gehalten habe. Also den werde ich definitiv benutzen, wahrscheinlich für mein anderes Solarpanel. So, kann man das hier anziehen. Hier ist, oh, ich habe da oben die Schraube nicht drin. So, dann wird das hier da reingesteckt. Ja, ja. Und dann fehlt jetzt hier, kommt die Schraube rein und dann ist... Kann man das ausrichten? Kann man das irgendwo hin tun und ausrichten und das lädt sich. So, aber jetzt kommen wir mal zum Punkt. Ich dachte immer, wenn ich dieses Solarpanel da anstecke, dann lädt dieses Solarpanel diese Batterien, also diese Akkus da drin, werden geladen. Nein, ich habe mehrere Kameramodelle und bei keiner ist das so. Also ich dachte wirklich am Anfang, das ist halt eine Ausnahme bei der anderen Kamera, dass die das nicht macht, sondern nein, das ist der Standard. Und das hat was irgendwas sicherheitstechnisch was irgendwas zu tun. Keine Ahnung, fragt sie mich nicht, weil ich glaube, der Hersteller nicht garantieren kann, ob die Akkus das mit dem Laden funktioniert und ob da nichts abbrennt und ja. Also auf jeden Fall, diese Solarpanel laden niemals eure Akkus, die da drin sind. Niemals. Ja? Wenn ihr, ja, ich habe hier das Kabel da. Mal. So, und das zeige ich euch gleich mal.
Also wie gesagt, das könnt ihr aufhängen. Da ist ein richtig langes Kabel dabei. Ihr könnt dieses Teil aber auch mit in den Urlaub nehmen. Hier könnt ihr schauen, wie der Akkustand ist. Ja, man kann das auch per USB-Kabel hier laden. USB-Kabel. Und jetzt schauen wir mal Out. So, wir haben hier einmal Out 12 Volt. Ja, da müsst ihr schauen. Ihr könnt hier Ausgang 12 Volt. Da dürft ihr jetzt die Kamera nicht anstecken. Die sagt nämlich Input 5,5 Volt. Das ist hier. So, wird der hier angesteckt. Ha, dann sollte sie im Idealfall so aufgehängt werden, so, dass das Wasser hier abläuft und dass das geschützt ist. Also der Stecker geht schon ein bisschen so rein wie so eine Gummiumhüllung. Ja. Und dann zeige ich euch das jetzt gleich mal. Das Kabel ist wirklich lang und das ist gut so. Das ist wirklich gut so. Das hat mich wirklich gefreut, weil beim anderen ist das Kabel nämlich nicht so lang und das ist ein bisschen blöde. Das muss ich auch sagen, das ist ein bisschen doof. Weil das Teil sollte ja in der Sonne hängen und nicht im Schatten. So, und jetzt tun wir mal hier, wenn man hier aufmacht, hör mal, ist jetzt eingeschalten oder aus? Jetzt ist eingeschalten und jetzt tun wir mal einfach hier den Akku raus. So, und ich will euch nur was zeigen, dass ihr seht, dass das wirklich so ist. Ja. Ich habe es ja jetzt schon eine ganze Zeit in Benutzung. So, seht ihr jetzt ist sie an. Also ihr braucht entweder oder. Ja, wenn ihr, hier könnt ihr normale Batterien reinmachen. Also ich kann euch nur empfehlen, nicht nur bei diesem Kameramodell, sondern auch bei vielen anderen ist es so, hier nutzt ihr einfach ganz normale Batterien. Ja, die macht ihr da rein. So, ganz normal da rein, oder? Warte mal, nee, so rum. So. Komm, jetzt. Die Batterie macht sie rein und dann steckt sie das hier an. So, was ist das hier? Das hier ist eine Solar Powerbank. Das hier ist eine Solar Powerbank und diese Solar Powerbank versorgt jetzt diese Kamera mit Strom. Wenn diese Solar Powerbank leer sein sollte, weil es so schlechtes Wetter hat, dann geht die Kamera, schaltet automatisch um und holt sich den Strom aus den Batterien. Ja, sobald aber wieder Sonne scheint und diese sich auflädt, holt sich die Kamera, läuft sie wieder über die Solar Powerbank. Und da war ich am Anfang ein bisschen verwirrt, weil ich dachte immer, dass diese Solarplatte hier die Akkus auflädt und dann haben wir immer gedacht, ich kann doch da keine normalen Batterien reinmachen, wenn ich dann sowas hier anstecke. Nein, das könnt ihr schon, weil auch bei dem anderen Modell, was ich irgendwann mal zeigen werde, oder vielleicht sogar demnächst, die, wo ich ja schon sehr lange im Einsatz habe, jetzt das zweite Jahr, ist es so, dass da ist es genauso. Ja? Und ich habe da mit dem Hersteller telefoniert, wieso das so ist. Und der sagte mir halt, was das hat was mit Brandschutz zu tun und. Weil die wissen ja nicht, dass die Batterien verbaut, also diese Akkus verbaut sind, dass halt da einfach kein Fehler passieren kann, ist das komplett ausgeschlossen. Wenn ihr da was ansteckt, ihr ladet niemals die Akkus, sondern es ist immer so, dass ihr die einfach nur die Kamera mit Strom versorgt und wenn da kein Strom mehr kommt, sprich hier raus, ja, läuft die Kamera einfach weiter. Hört mal. Komm, Leuchte, seht ihr es? Die leuchtet einfach weiter. Das ist jetzt für die Kamera gewesen, wie wenn nie was gewesen wäre. Ich habe es ausgesteckt. Ja. Nur, dass ihr einfach mal so ein bisschen seht. Aber das ist wirklich kein schlechtes System. Ja. Wie gesagt, diese Sachen sind auch in der Verlosung mit dabei. Ich freue mich, dass sich da die Firma bereit erklärt hat, dass ich gesagt habe, okay, nicht nur ich darf das Teil hier testen, sondern ich darf auch eins verschenken. Das ist nämlich meine Bedingung, dass ich sowas überhaupt mir anschaue. Ich will immer eins verschenken für euch. Ja. Und das ist schon cool. Also man kann die zusammenklappen. So. Dann hat man im Prinzip eine Solar Powerbank dabei. Ja. Man kann nämlich hier auch ganz normal sein Handy laden. Also USB für sein Handyladegerät, kann man sein Handy laden, man kann es dann so nehmen, also aufklappen, dann hier oben verriegeln, dann bleibt es so stehen, dann kann man sich das irgendwo so in die Sonne stellen, dann kann sich das aufladen und wenn man es braucht, kann man es als Solar, also als Powerbank nutzen. Ein kleiner Nachteil hat sie. Wie gesagt, ich stelle sowas nicht immer einfach nur vor, sondern ich teste es. Ich teste es wirklich durch und durch. Ist mir egal, weil ich will ja wirklich auch wissen, funktioniert das Ganze.
Ein Nachteil ist mir aufgefallen, wenn ihr das Ganze ladet. Also ein Tipp von mir, klappt es auf, verriegelt es und legt es mit der Solarplatte nach unten auf irgendeine glatte Oberfläche, dass hier kein Licht drauf scheint. Und dann könnt ihr es bei Input einfach ganz normal laden, bis das voll ist. Weil, jetzt kommt's, wenn ihr das so hinlegt, wie ich das gemacht habe, also da der Stand, warte mal, hier ist Input, genau so. So habe ich es hingelegt und habe es hier angesteckt und habe es geladen. Und dann, wenn die Sonne wandert, das lag nämlich da drüben, und die Sonne, das dann da drauf scheint, also es ist hell genug, dass das hier empfängt, ja, dann hört es das Laden über USB auf und lädt über die Sonne, obwohl das die Sonne eigentlich gar nicht wirklich ausreicht, dass es wirklich ladet, weil es ja nur so im Halb liegt. Ja. Das muss man wissen. Ja. Deswegen habe ich mir dann jetzt angewohnt, aufklappen, so hinlegen und einmal voll laden. Ja, dann habe ich es einmal vollgeladen und dann ohne Probleme. Ja. So, das war es jetzt zu dem Thema. Wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal im Livestream mit dem Paket. Der Hersteller hat gesagt, hat mir versprochen, ihr kriegt eins, ein Nigelnagelneues, also nicht das benutzte, sondern ihr kriegt ein Nigelnagelneues. Einer von euch gewinnt es. Ja? Und wenn es interessiert, schaut es auf die Seite nochmal nach. Also ich blende euch, ich habe euch wahrscheinlich auch während dem Video ja jetzt ein paar Bilder eingeblendet, was sie gemacht hat. Also ich finde, die Bilder sind wirklich passabel, was sie macht, sind wirklich gut. Also da ist sie definitiv im vorderen Feld mit dabei von den Kameras, die ich getestet habe. Nach oben ist immer Luft, ja, aber es ist wirklich, kann man brauchen, kann man arbeiten damit. Ja. Schade ist halt wirklich, da fehlt der Monitor und dass sie im Offline-Betrieb, also ohne Internet, dass man halt wirklich gar nichts anschauen kann. Ja, das ist, das stört mich ein bisschen. Das stört mich. Also da müsste der Hersteller ein bisschen nachbessern, entweder Monitor reinsetzen oder Bluetooth-Schnittstelle, wo man dann, wenn man vor Ort ist, die Bilder sich runterladen könnte, wenn man halt kein Internet hat. Ja, weil der Hersteller sagt ja, man kann sie nutzen via Wildkamera, auch ohne Internet. Und das stimmt auch, das habe ich auch ausprobiert. Aber man muss wirklich hier dann USB anstecken. Ich habe sie immer oben einfach hier angesteckt, weil ich habe sie ja draußen aufgebaut, damit er reinkommen. Deswegen habe ich noch nie geschaut, wo die SD-Karte ist. Ja. Jetzt weiß ich, sie ist verbaut. Übrigens, wenn man hier aufmacht, dann ist da so ein kleiner Druckwiderstand, der da drückt und dann sendet sie nicht mehr. Dann sagt sie, nein, da ist jetzt jemand bei mir hier, der wartet mich. Ja. Und erst wieder, wenn zu ist, jetzt ist sie scharf. So. Und man merkt, dass sie scharf ist, weil sie sendet. Ja. So. Dann war es mit dem... Ja, es war doch jetzt eine halbe Stunde. Lecker mir wieder. Jupp, du laberst und laberst. Das ist ja Wahnsinn. Also, wie gesagt, und ihr müsst... Was müsst ihr machen? Was müsst ihr machen? Was müsst ihr jetzt am Schluss? Jetzt fällt es mir ein. Ihr müsst ja, ich muss noch was sagen. Schreibt es in die Kommentare. Was machen wir da? Hashtag Wildkamera. Ja? Hashtag Wildkamera, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, dann seid ihr dabei und na, dann seid ihr noch nicht komplett dabei. Ihr müsst mir natürlich auch noch die E-Mail schreiben, also in der Videobeschreibung und so steht auch meine E-Mail-Adresse. Schreibt mir eine E-Mail, da wo ihr euren Namen, also euren echten Namen reinschreibt und euren YouTube-Namen, dass ich euch auch identifizieren kann. Diese Daten werden nicht weitergegeben an Dritte, keine Angst. Also ich gebe die keinen weiter, überhaupt niemanden. Nur die vom Gewinner muss ich natürlich an den Hersteller weitergeben, aber nur, weil er dann die Kamera zu euch nach Hause sendet. Ja? Und, okay, das ist natürlich, das muss ich schon. Alle anderen Sachen und auch diese wird danach gelöscht, ja? Wird nicht gespeichert, weil ich sowas nicht will. Und außerdem, was will ich damit? Ja. So, Feierabend. Jetzt muss ich die ganzen Sachen hier aufräumen. Da ist übrigens Handykabel, also für das Handy-Ladegerät. Also da ist viel dabei. Da ist wirklich viel dabei, aber ich habe sie bis jetzt nur so getestet und aufgestellt. Einmal ist sie mir fast abgesoffen, ja, darf ich ja gar nicht erzählen. Ja, da habe ich sie hinten draußen aufgestellt am Boden und danach war Wolkenbruch, dass ich gedacht habe, die Welt geht unter. Aber hat sie überlebt.
Also so im Nachhinein hat sie wirklich überlebt. Die stand ungefähr bis hier, also so 2 Zentimeter unter Wasser hier. Stand sie wirklich im Wasser für, ja, 3-4 Stunden. Aber sie hat es überlebt. Ja, ich finde sie nicht schlecht. Also kann man wirklich damit arbeiten. Kann man wirklich damit arbeiten. Ich habe auch schon einen Platz. Ich weiß schon, wo ich sie hin tue. Und nur zu einer gewissen Jahreszeit. Also ich werde das Paket nutzen mit dem monatlichen Paket. Das ist für mich nämlich schon interessant. Ich habe 2 Monate, wo ich da eine Kamera bräuchte. Und da werde ich sie nutzen. Ne? Ich glaube, wir haben es. Wie gesagt, lasst einen Daumen da und ein Abo auch nicht vergessen. Dann verpasst ihr den Livestream nicht. Und im Livestream braucht ihr sowieso ein Abo von mir, weil sonst könnt ihr nicht kommentieren, also nicht im Livestream schreiben. Ja? Und kostet ja nichts. Abonnement kostet ja nichts. Ja? Ist ja kostenlos. So. Ich muss erst die ganzen Schachteln zusammensuchen, weil ich probiere ja da schon Wochen rum an dem Ding, an dem Teil. Wie gesagt, ich will ja wirklich testen. Jetzt aber. Tschüss und Feierabend. So, die Akkus mitnehmen.